Hallo, mein Name ist Max Mustermann. Sie haben eine Stelle ausgeschrieben, die für mich sehr interessant ist. In dem Link zur Dropbox finden Sie meine Bewerbungsunterlagen. Und so schnell wird man zum Ransomware-Opfer. Hallo, mein Name ist René Weber. Lassen Sie uns heute über das Thema Ransomware sprechen. E-Mails, wie die gerade eben gezeigte, sind heutzutage eins der häufigsten Einfallstore für Ransomware in die Unternehmen. Durch das bedachte oder unbedachte Öffnen von einzelnen Links, von Anhängen, bahnt sich die Ransomware ihren Weg in das Unternehmen, in die Freigaben, in die Serverinfrastrukturen. Das Perfide einer Ransomware ist dabei, dass Ransomware in erster Linie mal nicht erkannt wird. Das heißt, in dem Moment, wo ich es auslöse, als derjenige, der die E-Mail öffnet, bekomme ich davon erstmal nichts mit. Die Ransomware beginnt erstmal mit der Infizierung jeglicher Infrastruktur, die sie erreichen kann. Eine stille Ausbreitung. Erst nach Tagen oder sogar Wochen, wenn genug Systeme infiziert sind, beginnt die Ransomware mit dem eigentlichen Angriff. Es werden Daten verschlüsselt. Alle Daten, die die Ransomware in den Griff kriegt, werden verschlüsselt, sodass ich am Ende von heute auf morgen plötzlich nicht mehr auf meine Daten zugreifen kann. Das macht es für den Systemadmin sehr schwierig, zum einen herauszufinden, wo kam die Ransomware eigentlich her, zum anderen zu sagen, der eine Server ist infiziert, weil inzwischen ist die komplette Infrastruktur schon infiziert und die Ransomware ist überall aktiv. Was wir heutzutage merken, ist, dass Ransomware-Angriffe auf Backup-Ziele verstärkt passieren, weil Backup ist eins der wichtigsten Mechanismen gegen Ransomware-Angriffe. Weil in den meisten Fällen ist der größte wirtschaftliche Schaden bei Ransomware die Ausfallzeit oder die Dauer des Stillstands vom Betrieb. Entsprechend gewinnt das Backup-Konzept an immer mehr Gewicht und man muss natürlich schauen, dass das Unternehmen so schnell wie möglich wieder betriebsbereit ist, aber keine Infektion mehr vorliegt. Schritte dazu sind üblicherweise zuerst mal das Stoppen aller Dienste, das Stoppen aller Prozesse, das Identifizieren des Patienten Null, wo ist die Ransomware eigentlich reingekommen, festzustellen, welche Systeme sind schon alle infiziert. Ganz wichtig, das Kappen der Netzwerkverbindungen, weil ich möchte natürlich nicht, dass sich die Ransomware weiter verbreitet. Auch ins Internet raus werde ich meine Verbindungen alle kappen, dass ich erstmal ein abgekapseltes System habe, das ich analysieren kann. Backup-Konzepte, die ihre Backup-Daten in die Cloud legen, sind an der Stelle eher hinderlich. Weil wenn ich alle Verbindungen auch nach außen getrennt habe und am Ende identifiziert habe, wo das Problem liegt und aus dem Backup wieder herstellen möchte, die Server, die infiziert wurden, werde ich ein Problem haben, wenn ich meine Verbindungen gekappt habe. Daher gewinnt der On-Premise-Speicher an der Stelle immer mehr Gewicht im Backup-Konzept. Wir werden uns in den kommenden Wochen verstärkt mit dem Thema Ransomware beschäftigen. Wir werden uns anschauen, wie man mit modernen Backup-Konzepten und einem guten On-Premise-Speicher einen schnellen Wiederbetrieb, eine schnelle Wiederaufnahme des Betriebs sicherstellen kann und so schnell wie möglich aus dem Ransomware-Problem über ein valides Backup wieder rauskommt. Schauen Sie regelmäßig auf unsere Webseite. Die nächsten Wochen werden sich diesem Thema komplett widmen und wir hoffen, dass wir Sie mitnehmen können auf die Reise heraus aus der Gefahr der Ransomware hin zu einer guten Lösung mit einem validen Backup-Konzept.